This is the end, my beautiful friend. Apocalypse Now wird im Final Cut wieder aufgeführt. Wir besprechen, ob sich ein erneuter Trip ins Herz der Finsternis lohnt und welche Rolle die Länge eines Filmes für uns spielt. Das alles ist was mit Film. Mirko, wie stehst du zu langen Filmen? Oh, wenn ich ganz ehrlich bin, und ich weiß, das ist ein bisschen banausig, gerade wenn man so eine Kinosendung hier mit moderiert. Aber wenn ich auf zwei Filme genau gleich viel Lust habe, werde ich immer den kürzeren nehmen. Das ist auf jeden Fall so. Und es nervt mich auch richtig hart an, dass es kaum noch Filme gibt, die einfach 90 Minuten dauern. Ja. Sondern immer diese 2,5-Stunden-Klopper. Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Und es ist auch super selten, dass diese lange Laufzeit dahingehend gerechtfertigt ist, als dass man sie nicht merkt. Mhm. Denn es gibt ja auch kurze Filme, die sich lang anfühlen. Es gibt 90 Minuten, die fühlen sich an wie 3 Stunden. Es gibt aber auch 3 Stunden, die fühlen sich an wie 90 Minuten. Und dann gibt's halt, ich finde alles okay bis, na, ich weiß nicht, ob 3 Stunden, die sich wie 3 Stunden anfühlen, ob das gut ist. Aber schlimmer ist ja noch 3 Stunden, die sich wie 5 Stunden anfühlen. Aber summa summarum, kurze Filme finde ich allein schon deshalb oftmals besser, weil ich das Gefühl habe, dass ich auf das Wesentliche beschränkt wurde. Denn selten ist die ausufernde Laufzeit auch mit Inhalt gefüllt. Und da habe ich halt ein paar, wir haben ja beide Beispiele rausgesucht von sehr langen Filmen. Ich habe sie so ein bisschen in positiv und negativ geteilt. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Lass uns das doch als Teaser für den zweiten Teil dieses Videos bewahren und erst über Apocalypse Now sprechen. Stimmt, das ist ja eigentlich die Anfangsfrage. Aber auch super interessantes Thema. Und natürlich sind die beiden Themen auch irgendwie verwandt, denn die Filmlänge von Apocalypse Now schwankt ja, je nachdem, ob es die Kinofassung, die ultralange Redux-Fassung oder jetzt der Final Cut, der sich so ein bisschen in der Mitte eingependelt hat, je nachdem, welche dieser Versionen es ist. Wann hast du denn Apocalypse Now zum ersten Mal gesehen und weißt du noch, in welcher Fassung das war? Ja, müsste so 3-4 Jahre her sein. Da habe ich ihn in einer Wiederaufführung im Kino gesehen. Und ich weiß aber leider nicht mehr, ob es der Redux-Cut oder der Final-Cut war. Mhm. Könnte man vielleicht herausfinden, wenn man guckt, welche Fassung vor 4 Jahren nochmal wieder aufgeführt wurde. Aber ich meine, es war die von Francis Ford Coppola präferierte. Wenn du aus dem Kopf weißt, welche das ist. Also inzwischen ist es der Final Cut und die wurde im April 2019, lese ich hier gerade nochmal vorgestellt. Dann war es vermutlich der Final Cut. Genau, dann habe ich den Final Cut im Kino gesehen und es war eine Erfahrung. Okay, du sagst das so neutral. Ja, es ist auch wirklich... War es keine positive Erfahrung? Nein, es ist auch wirklich komplett neutral gemeint. Das Interessante ist, Apocalypse Now ist der einzige Film, den ich bei Letterboxd nicht bewertet habe. Weil da die Spannbreite so riesig ist zwischen... was der Film ist und wie ich den Film finde. Denn wenn ich bewerten müsste, was der Film ist, müsste der von mir mindestens 4, 4,5, wenn nicht gar 5 Sterne bekommen. Wenn ich aber nach meiner persönlichen Wertung gehe, und ich habe ja Letterboxd als komplett persönliches Wertungssystem, das steht auch mittlerweile drin, dann müsste ich dem halt echt 1,5 geben. Weil der Film das schafft. Und ich habe in meiner Review bei Kino Plus damals gesagt, ich würde fast behaupten, Francis Ford Coppola würde meine Begründung lieben, weil ich den Film so anstrengend fand im positiven Sinne. Es ist ja ein Antikriegsfilm. Er stellt den Krieg so dar, mit 2, 3 Ausnahmen, muss ich gestehen. Ich finde zum Beispiel, der Ritt der Walküre ist mir immer noch ein Tick zu geil inszeniert. Also da kann man halt mitgehen. Das hat man auch so links und rechts gemerkt damals. Da waren Leute, die haben sich auf die Szene gefreut. Und ich denke, bei einem richtigen Antikriegsfilm freust du dich auf keine Szene. Die ist aber halt auch einfach gut gemacht. Wahrscheinlich ging es dann eher darum. Aber für mich hat dieser Film halt komplette Abstoßung hervorgerufen vor dem Thema Krieg, weshalb ich diesen Film nie wieder sehen wollen würde. Und das muss ich ja dann aber eigentlich bei der persönlichen Seherfahrung negativ bewerten. Und gleichzeitig ist der Film aber auch so überragend gut gemacht. Mhm. Und weil ich genau weiß, dass das niemand versteht, habe ich diesen Film nicht bewertet. Ich habe dich gerade verstanden. Ja. Ich muss aber sagen, es geht mir ganz anders als dir. Ich finde, was du gerade über den Ritt der Walküren gesagt hast, das zieht sich für mich über den kompletten Film. Ich finde alles daran so betörend schön eigentlich. Und das ist ja so ein bisschen auch irgendwie das Paradoxe an dem Film, dass das, was gezeigt wird, ja schrecklich ist eigentlich. Aber Coppola schafft, diese Poesie des Grauens da herauszuarbeiten und das Ganze in so einen abgefahrenen Dschungel-Drogentrip irgendwie zu verwandeln, der, ich finde, auch in seinen schlimmsten Momenten, auch in dem Bombardement des Napalms vor den Palmen, einfach so
fantastisch schöne Bilder hervorbringt. Also da musste ich denken an Filme wie Lektion der Finsternis von Werner Herzog oder die Tschernobyl-Serie, die ja auch so traumhaft schöne Bilder für einfach das absolute Grauen findet. Ich finde, das kann man auch ganz schwer verarbeiten, wenn man es sieht, weil da ein ästhetisches gegen ein moralisches Empfinden irgendwie in einem kämpft und sagt eigentlich, dass man das jetzt so feiert, ist schon irgendwie seltsam. Aber Zerstörung hat nun mal irgendwie auch eine ästhetische Seite und Brutalität und Horror und Grauen. Und das ist, was mich an diesem Film einfach so reizt. Diese einfach schlimme Abwärtsspirale ins unendlich Schöne, aber auch unendlich Grauenvolle. Ja, und ich kann es hier Coppola auch überhaupt nicht, man kann es einem Regisseur ja auch negativ auslegen, wenn er Bilder findet für den Krieg, an denen man sich laben kann. Aber das ist, glaube ich, nicht die Intention von Coppola gewesen. Der ist halt einfach ein so herausragender Visionär und Handwerker, dass seine Filme oder das ist halt sein Stil so. Trotzdem kommt ja immer wieder das Grauen hervor. Es stellt sich ja nie in den Hintergrund der Schönheit, finde ich. Mhm. Wenn ich da zum Beispiel an Hacksaw Ridge denke, Mel Gibson, der ja wahnsinnig aufgeht in den Action-Szenen und da wirklich, also in den Kriegsszenen. Und das ist ja fast Splatter, was er da zeigt. Mit einem Rhythmus, einer Dynamik und halt eben einem Blutvergießen in seiner Detailtreue halt dann auch teilweise wirklich so mit Slow-Mo und ganz nah ran, dass man auch wirklich jeden Einschlag sieht. Das ist für mich das der komplette Gegenentwurf zu Apocalypse Now, weil da ist das, was er zeigt, zwar immer noch grausam, aber das muss man sich halt die ganze Zeit wieder sagen, weil es wird halt zu fast einem Splatterfest gemacht. Und da stehen halt diese Szenen der eigentlichen Intention komplett, das ist ein kompletter Kontrast. Und bei Apocalypse Now geht das Hand in Hand, wie ich finde. Deshalb ist Apocalypse Now halt auch der bessere Film. Und deshalb wird der nochmal neu aufgeführt. Hacksaw Ridge wird man in 20 Jahren nicht nochmal neu aufführen. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich finde dahingehend, dass Apocalypse, also Hacksaw Ridge sieht man ja nicht und denkt, die sind bestimmt auch gerne da. Ja. So. Aber Apocalypse Now thematisiert ja schon ein bisschen auch dieses, wenn man da im Dschungel ist, im Krieg ist, dann will man eigentlich wieder nach Hause. Wenn man aber zu Hause ist, will man eigentlich wieder zurück in diese Kriegssituation. Diese Menschen, die in diesem Dazwischen gefangen sind und in beiden Welten total unglücklich. Ja, zu dem Thema kann ich tatsächlich noch einen Film empfehlen. Der ist insgesamt gar nicht mal so gut gelungen, aber ich finde, diesen Spagat hat auch Cherry hinbekommen von den Russo Brothers. Kann man sich bei Apple TV Plus angucken. Also drei Leute da draußen können sich den jetzt angucken. ja, also auch dieser ganz individuelle Wahnsinn wird da ja in Form von Martin Sheen als Hauptfigur, die irgendwie so angezogen ist, auch von diesem Herz der Finsternis da thematisiert. Kannst du dich noch an seine Performance erinnern? Wie hast du die empfunden? Also ich muss gestehen, dass für mich damals keiner groß herausgestochen ist in der Betrachtung. Was ich immer gut fand, weil ich tue mich bei Kriegsfilmen oder Antikriegsfilmen sehr, sehr schwer. Wir haben ja hier auch schon mal darüber diskutiert, was der Unterschied ist. Und ich tue mich immer sehr schwer, wenn ein Schicksal hervorgeholt wird. Weil bleiben wir bei Hacksaw Ridge, da haben wir dann nämlich eben doch eine Heldenfigur. Und das ist ja das, wo man dann sagen kann, ja, okay, Krieg ist zwar blöd, aber ich kann zur Heldenfigur werden, wenn ich Soldat oder Soldatin werde. Und deshalb finde ich Kriegsfilme, in denen eine Figur sich zum Helden aufbaut, immer schwierig. Und Apocalypse Now macht das ja nicht, sondern der stellt ja ein Ensemble nach vorne, das sich wiederum in den Dienst des Krieges stellt. Es sind also nur Ausführende. Im Grunde ist ja der Krieg die ganze Zeit die Hauptfigur, wenn man so will. Natürlich ist Martin Sheens Performance von einem wirklich Wahnsinn geprägt, so, was dann auch total zu dieser fiebrigen Atmosphäre im gesamten Film passt. Aber ich weiß, er wird immer gerne hervorgehoben, aber für mich ist es halt wirklich so ein Gesamtensemblewerk, wo dann auch jeder wirklich die Stellschraube ist, die es dann in dem Moment im Film braucht. Ich finde mega interessant, wo du gerade sagst, eigentlich der Krieg ist im Vordergrund und die Menschen gar nicht so sehr. Eigentlich ist es ja echt, die sind ja in so einem kleinen Boot und fahren da irgendwie verschiedene Flüsse entlang, wie so ein Disneyland-Ride. Die sitzen da in der Mitte und man fährt einfach 3 Stunden an so Stationen vorbei. Und das ist, glaube ich, gar nicht so, dieser Vergnügungspark-Charakter ist gar nicht so falsch, denn es gibt ja auch dann an einer Stelle so ein Stadion, das die irgendwie in den Dschungel gebaut haben, wo dann Playgirls auftreten. Später sind sie an dieser Brücke, die mit so Zirkusmusik orchestriert wird aus irgendwelchen Gründen. Also dieses, ja, irgendwie dieser Punkt, die Amerikaner kommen da hin und bauen da irgendwie unglaubliche Sachen hin und machen dann noch irgendwelche irgendwie Lametta und blinkende Lichter dran oder so, ist
ich habe das damals gar nicht so seltsam gefunden, als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe. Und jetzt, wo ich ihn nochmal geschaut habe, ist mir viel stärker aufgefallen, wie surreal eigentlich auch alles ist. Also ich glaube, als junger Mensch, als ich ihn mit 17 oder so gesehen habe, hatte ich auch keine spezifische Vorstellung, wie Vietnamkrieg ausgesehen hat. Okay, jetzt auch nur durch Filme. Aber da habe ich das einfach so hingenommen und dachte, okay, die haben halt ein Stadion dahin gebaut. Aber als ich es jetzt nochmal geguckt habe, das ist ja schon wirklich so ein echt surrealer, stranger, Kafka-esker Albtraum, einfach von vorne bis hinten. Ja, ich werde nie wieder It's a Small World fahren können, ohne an dich zu denken. I'm sorry. Ja, ich kann natürlich jetzt nicht vergleichen, inwiefern die Filmlänge des Final Cuts sich im Vergleich zum Nicht-Final Cut oder Redux-Cut oder was auch immer auswirkt. Bei Apocalypse Now hatte ich das Gefühl, es gibt schon zwischendrin ein paar Szenen, wo sich der Film zieht, aber selbst das kann man ja wieder auf die Prämisse übertragen, weil der Krieg zieht sich ja auch. Und deshalb, finde ich, kann man da das schon... Das rechtfertigt vieles für einen Filmregisseur. Ja, ja, eben. Das ist halt auch relativ... relativ simpel. Aber wir haben ja generell festgestellt in den letzten Jahren, dass die Filme gefühlt immer länger werden. Was glaubst du, woran das liegt? Also ich habe so 2-3 Theorien. Hm. Möchtest du erst meine hören? Ja, gerne. Das wäre halt natürlich zum einen der wirtschaftliche Überlängenzuschlag. Weiß nicht, inwiefern der jetzt groß... er ist halt recht plakativ so, aber ich glaube, durch das, dass es eine Rolle spielt... dann, also wenn man bei Netflix... Aber geht der auch an die Filmschaffenden oder an die Studios oder nur an die Kinos? Das weiß ich gar nicht. Das wäre interessant zu wissen. Weiß ich wirklich gar nicht. Wenn ihr es wisst, lasst es uns wissen. Genau. Wir haben ja gerade bei Netflix immer mal wieder festgestellt, dass die Filme da, gerade die Originals, die sind ja immer sehr, sehr lang, muss man sagen. Und das liegt vielleicht auch einfach ein Stück weit daran, dass die Filmemacher und Filmemacherinnen einen Freifahrtschein bekommen. Das loben ja auch so viele an der Plattform. Aber das sorgt auch dafür, dass man denkt, ja, man braucht vielleicht doch noch mal jemanden, der am Ende drüber guckt und das Ganze so ein bisschen auf Publikumstauglichkeit abklopft. Und als drittes natürlich auch einfach, dass sich die Sehgewohnheiten durch Serien geändert haben. Also dieses Binge-Watching ist ja mittlerweile halt einfach gang und gäbe. Und dann setzt man vielleicht voraus, dass Leute, die sich am Stück irgendwie 8 Folgen einer Serienstaffel anschauen, dass die dann eben auch in der Lage sind, sich 3 Stunden lang The Irishman anzuschauen. Also jetzt vielleicht nicht spezifisch bei The Irishman, aber wenn ich so überlege, wie Leute Serien konsumieren aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis und aus meiner Familie, dann ist das oft so, dass sie angeschalten wird und dann geht man mal in die Küche und dann kommt man irgendwie auch mal 10 Minuten von einem Telefonat zurück oder sowas. Mhm. Und das ist dann aber auch nie so schlimm, weil in dieser Zeit ist nie so viel Krasses passiert oder so. Und das Gefühl habe ich dann oft auch bei diesen ewig lang gedehnten, tatsächlich Netflix-Filmen, dass die auch durch die Länge, das ist nicht so, dass die so krass viel zu erzählen haben, dass sie dann 2-3 Stunden dauern müssen. Und wenn sie dann aber 2-3 Stunden dauern, dann ist ja auch so gesehen vielleicht einkalkuliert, dass die Leute nicht die ganze Zeit vorm Fernseher sitzen, sondern dass sie rausgehen, dass sie nebenbei was anderes machen und trotzdem auch immer wieder reinkommen. Deshalb wird vielleicht auch einmal mehr zusammengefasst, was in den letzten 10 Minuten passiert ist. Da würde vielleicht so ein dichterer 90-Minuten-Film auf diese Zeit mehr Konzentration verlangen. Ja, genau, könnte ich mir auch vorstellen. Obwohl jetzt diese Filme, die du genannt hast, diese Freifahrtscheine eigentlich dafür wieder ein schlechtes Beispiel sind, weil Irishman, den habe ich nicht mal verstanden, obwohl ich am Stück 4 Stunden da saß oder wie lange der gedauert hat, 3. Ja, ich habe mir jetzt mal bei den Positivbeispielen habe ich mir jetzt mal 4 Filme rausgesucht, von denen 2 auch tatsächlich bei Netflix gelaufen sind. Mhm. Ich würde vorher einmal mit dir anstoßen. Ja, stimmt, ehe wir von Coppola komplett weg sind. Genau. Prost. Cheers. Es handelt sich hierbei um einen nach Basilikum riechenden. Schmeckt nach relativ wenig, oder? Ja. Eis und also es ist eigentlich auch nur Zitronensaft und Limetten sind drin. Ein bisschen Tonic Water. Okay. Das ist der Lieblingsdrink von Francis Ford Coppola, deshalb hast du ihn ausgewählt. Der Ciccio Wodka Cocktail. Mhm. In der alkoholfreien Variante. In diesem Fall ein beliebter Drink von Sofia Coppola, seiner Tochter. Also die alkoholfreie Variante von Sofia, ne? Und die Alkoholvariante von Francis, oder? Nee, Sophia mag ihn nur. Ich weiß nicht, ob sie die alkoholfreie erfunden hat. Ach so, okay. Aber ich muss jetzt sagen, es ist einfach ein Saft. Ja. Nicht so gesehen, ja, eine Limonade. Da hast du recht, da hast du recht. Aber genau, ich habe zwei Netflix-Filme rausgesucht.
die einmal mit einer Laufzeit von 2 Stunden 37 und 2 Stunden 47 auftrumpfen. Und ich finde, dass es bei beiden gerechtfertigt ist, denn das eine wäre Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, und das andere wäre Blond. Und beide Filme machen sich die Länge auf unterschiedliche Art und Weise zunutze, wie ich finde. Blond hast du gesehen, da waren wir ja beide begeistert. Hast du Bardo mittlerweile auch gesehen? Nein. Bei Blond finde ich die Länge ausgenutzt im Sinne von, er packt wahnsinnig viele Infos und stellvertretend für ihr Leben oder für ihr fiktionalisiertes Leben stehende Szenen in diese zwei Dreiviertelstunden. Ballert das einfach mit Inhalt zu. Da ist für mich kein Leerlauf drin, sondern er nutzt diese Zeit, um weiter zu erzählen, weitere Beispiele so gesehen aufzuzählen und natürlich auch, um sich kreativ da irgendwie noch auszulassen. Und Bardo braucht, finde ich, seine Länge und auch seine teilweise Lethargie, weil er, es ist so ein bisschen die Begründung wie bei Apocalypse Now, weil er halt so ein so eine Mischung aus Selbstfindungsprozess und Midlife-Crisis-Verarbeitung darstellt. Und man auch immer merkt, dass diese Zeit zwischendrin, wo man ihn teilweise einfach nur sehr, sehr lange irgendwo sitzen sieht oder irgendwo lang gehen sieht oder tanzen sieht. Was sie mir sehr schmackhaft den Film Weil die Zeit halt gebraucht wird, um wirklich zu zeigen, wie er verarbeitet. Also es ist auch so ein bisschen, sind einzelne Stationen, die erzählt werden. Und durch diese Szenen bin ich näher an die Figur rangerückt. Und ich war im Vorfeld sehr, sehr skeptisch, was Bardo angeht. Hatte ja überhaupt keine Lust, mir den dann zu schauen. Jetzt wurde ich mehr oder weniger gezwungen bei mir zu Hause. Und war dann doch von dem sehr begeistert. Finde auch, kann ich jetzt nachträglich sagen, weil unser Oscar-Prognosen-Video ist schon aufgezeichnet, Bardo ist für mich der größte Snub dieses Jahr. Also der wäre für mich noch bei ganz vielen anderen Kategorien dabei. Obwohl irgendwas hat er doch Kamera. Ja. Aber ich hätte ihn auch für bester Film, beste Regie, beste Musik, bestes Szenenbild. Und da hatte ich muss ich ihn wohl doch nochmal gucken. Ja. Genau, das sind zwei Positivbeispiele für mich. Und aus dem Kino der letzten Zeit einmal Babylon und Tar. Und das ist im Grunde die gleiche Begründung. Also Babylon geht in Richtung Blond, wobei da weniger die Story dadurch gewinnt, dass der Film 190 Minuten geht, sondern eher die Atmosphäre, dieses Rauschhafte, weil es muss sich ja immer und immer wieder steigern. Und wenn der Film nicht so lang wäre, könnte er sich genauso wenig exzessiv steigern, wie dass er am Ende das Gegenteil von, also dass er dann abfällt so im Positivismus, weil dann kippt er ja ins Negative. So. Und bei Tar könnte auch 7 Stunden gehen. Also du bist einfach hier in den Händen einer, und ich will jetzt die Leistung von Todd Field, nicht Haynes, ne? Ich will jetzt die Leistung von Todd Field nicht schmälern, aber du bist halt einfach in den Händen dieser grandiosen Kate Blanchett. Und ich habe das Gefühl, der dauert auch deshalb so lange, weil sich Todd Field selber nicht an der Satz sehen konnte. Und das sind, wie gesagt, alles Filme, die diese Laufzeit meiner Ansicht nach rechtfertigen. Und jetzt darfst du übernehmen. Das kenne ich aber auch, was du bei Tar gerade beschreibst. Das Gefühl, dass man einen echt langen Film gesehen hat und dann denkt, naja, aber hätte auch ruhig noch ein bisschen gehen können oder sowas. Also ist es, glaube ich, grundsätzlich gar nicht so, dass wir irgendwie besonders geduldlos sind, ungeduldig sind, was das Filmegucken angeht. Es muss sich nur halt irgendwie tragen. Ich habe überlegt, was sind die längsten Filme, die ich je gesehen habe? Und wenn das zählt, der Nymphomaniac Director's Cut, ja, klar, Part 1 und 2, das ist ja so ein auch bisschen zweigeteilt. Nee, tatsächlich nicht. Ich wollte gerade sagen, am Ende nimmt man sich da den Strick, glaube ich, wenn man die beiden hintereinander guckt. Ich habe es am Abend Teil 1, am Morgen Teil 2 konntest du wenigstens verarbeiten. Aber ja, den Director's Cut habe ich auch zu Hause. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich den gesehen habe. Ich glaube aber auch in 2 Teilen. Aber das ist dahingehend der längste Film, den ich je gesehen habe, knapp gefolgt von Vom Winde verweht. Das ist mir schon etwas schwerer gefallen, muss ich sagen, als Nymphomaniac. An Elephant Sitting Still, falls du der davon sagt mir was, aber wegen hast. Der Länge habe ich mich da nie dran getraut. Der Titel macht auch nicht so Lust auf den, muss man sagen. Und der Elefant kommt auch lange Zeit nicht vor im Film. Okay. Das macht es auch nicht spannender. Und was habe ich noch? Jan Dielmann ist ja jetzt letztens noch mal durch das Platz-1-Ranking auf dieser Sight and Sound Poll-Liste der BBC. Es ist so ein Film, wo man Tagesabläufe einer Dame, die in Brüssel wohnt, sieht, die abwäscht, kocht, ihre Wohnung sauber macht und das halt wirklich über diese 3,5 Stunden. Also da geschieht auch wirklich auf der Handlungsebene fast nichts. Verstehe. Das sind aber 3 Filme, bei denen ich sagen würde, voll okay.
Also das war dann vielleicht anstrengend, aber da habe ich nicht das Gefühl, es gibt krasse Leerläufe. Mhm. Und bei einem Film wie bei John Dielmann gehört das zum Konzept. Mhm. Das fand ich überhaupt nicht anstrengend. Dann gibt es aber auf der anderen Seite Filme wie, ich werfe mal ein paar Namen rein, Jurassic World Dominion, wo ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, aber dass der da hätte, immer noch was kommt. Der hätte aber auch 85 Minuten bei dir, glaube ich, gehen können und du wärst schon genervt gewesen, oder? Ja, aber besser 85 Minuten genervt als... Wie lange ist der? 2,5 Stunden bestimmt. Ja, das ist ja das Problem, dass Blockbuster das mittlerweile auch machen. Also auch irgendwie, keine Ahnung, ich freue mich jetzt schon auf die Lauf... Wir haben, um mal bei aktuellen Beispielen zu bleiben, der neue John Wick dauert 169 Minuten. Oh je, ja, da... Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das gerechtfertigt sein soll. Vor allen Dingen muss man ja sagen, wir werden demnächst noch ein Video veröffentlichen mit den besten Action-Szenen anlässlich des Starts von John Wick, Kapitel 4. Und wer die letzten drei Teile, insbesondere Teil 3, halt einfach gesehen hat, ich könnte mir schon vorstellen, dass auf dieses hohe Tempo, dieses Adrenalin und diese Gewalt, das ausgedehnt auf knapp 3 Stunden, dass das auch ganz schön anstrengend wird. Aber warten wir mal ab. Ich fand, selbst in Teil 3 wurde schon zu viel eigentlich gequatscht über dieses blöde Hotel und jeder hat noch irgendein Gadget. Und naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Valerian, Spectre, Irishman, Army of the Dead, A Cure for Wellness, leider auch, so sehr ich den Film auch liebe, aber der ist einfach viel zu lang. Dark Shadows, Brothers Grimm, Demasiana, Zodiac. Was? Demasiana, doch wirklich schon. Obwohl ich da konzeptuell vielleicht auch sagen würde, man ist ja so erlöst am Ende, wenn er es endlich geschafft hat. Aber wenn es der Film nur dadurch herstellen kann, dass man da 2 Stunden erstmal gequält wird... Dann ich mag den wahnsinnig gerne, gehört auch so lang. So. Okay. Jetzt komme ich mal mit Filmen um die Ecke, die wirklich viel zu lang sind. Okay. Sind genau genommen 2. Das eine ist Avatar. Also im Vorfeld, also Way of Water. Im Vorfeld wurde ja kommuniziert so, ja, die Lauflänge wird riesig. Und dann hat ja auch noch James Cameron gesagt, ja, ihr guckt ja zu Hause auch Serien und bla. Der hat ja genauso argumentiert wie ich gerade. Aber The Way of Water hat in seinen 195 Minuten halt sehr, sehr wenig zu erzählen. Der will ja auch gar nicht so viel erzählen. Das finde ich auch in Ordnung, weil es ist ja eine technische Leistungsschau. Und über diese Komponente funktioniert der Film auch. Aber man muss ein bisschen ehrlich sein, diese technische Leistungsschau ist halt die 2. Stunde. Und der Rest ist halt schon Handlungsaufbau und Finalschlacht. Und da kommt das gar nicht mehr so gut zur Geltung, sodass ich mir sage, kürzt doch in der ersten halben Stunde, wo sowieso jeder weiß, worauf es hinausläuft, und auch in der letzten halben Stunde doch einfach die Hälfte weg. Dann hast du diese Leistungsschau in der Mitte, von der man ja gar nichts wegnehmen soll, die hat man ja dann immer noch. Eigentlich, man wünscht sich das doch, dass die einfach nur 2 Stunden an diesem Strand chillen und schwimmen. Ja, so, das ist der beste Teil. Und das sagen auch die meisten. Also keiner hat doch jetzt, wenn man mit dem über Avatar redet, erzählt dann doch, oh, die Finalschlacht, die war aber toll. Ja, also das, ich habe gesehen, während dieser Finalschlacht, vor mir schräg saß ein junger Mensch, der sein Handy rausgeholt hat und Online-Schach gespielt hat während dieser Finalschlacht. Wow. Das hat für mich Bände gesprochen. Ja, stimmt. Und dann habe ich noch, aber das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, ich wollte da noch mal drauf hinaus, Amsterdam ist jetzt gar nicht so lang, der dauert nur 134 Minuten, aber es ist ein David O. Russell-Film und es gibt auch Regisseure, ich habe den mal so stellvertretend genommen, die grundsätzlich sehr gemächlich erzählen und wenn das dann auch noch auf eine lange Laufzeit prallt, dann fühlen sich wie in diesem Fall 134 Minuten halt wirklich an wie 5 Stunden. Und wie gesagt, ich erachte David O. Russell und gerade Amsterdam da auch für ein gutes Beispiel, weil... Oh, Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber... Nein, bewusst nicht. Da, wie gesagt, da kommt die Laufzeit und die Behäbigkeit eines David O. Russell, eines nicht so gut aufgelegten David O. Russell, sagen wir mal so, zusammen. Und da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen. Ich hoffe sehr, dass David O. Russell niemals bei Netflix ein Original inszenieren darf. Amsterdam hat wahrscheinlich die Chancen darauf sehr geschmälert, dass das noch stimmt, passieren wird. Ja, das stimmt, vermutlich, ja. Ja, vielleicht um dann den Bogen jetzt noch mal ganz zum Schluss zu Apocalypse Now zurückzuschlagen. Hattest du denn das Gefühl, der war zu lang? Nein. Also, nüchtern betrachtet, nein. Aus meiner Warte betrachtet, ja. aber ich glaube, dass es ein Film ist, bei dem man die ganze Zeit merkt, okay, das ist das Konzept des Regisseurs und der hat, glaube ich, nicht umsonst 3 Fassungen, dieser Film. Ich glaube, dass, wenn man die vergleicht, hat wahrscheinlich jede Fassung eine leicht andere Wirkung. Und das sagt Coppola ja auch. Und ich kann es leider noch nicht beurteilen, weil ich nur eine kenne. Hm.
Ich habe jetzt den Final Cut ja nochmal gesehen und vorher den Redux Cut nur gesehen und kannte die ganz kurze gar nicht und mir sind die Unterschiede nicht aufgefallen. Ach so, ja. Und wenn 20 Minuten einfach so verschwinden aus dem Film, ohne dass man das nach dreijähriger, neumaliger Sichtung merkt, dann ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, nehme ich an. Aber sonst empfinde ich den tatsächlich auch nicht allzu lang. Nur um das hier nochmal klarzustellen. Okay. Dann wollen wir von euch jetzt wissen, welcher ist der längste Film, den ihr jemals gesehen habt und welcher ist der Film, der sich am längsten angefühlt hat, den ihr jemals gesehen habt? Oder habt ihr gar keine Probleme mit Filmlänge vielleicht? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, drückt den Abo-Knopf, den Glockenknopf und unterstützt uns finanziell, wenn ihr wollt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!